Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miss Survival. In der letzten Folge haben wir uns ein Hühnchen gefangen. Ja, genau. Und wir haben uns etwas Wasser hergestellt. Davon nehmen wir natürlich jetzt etwas mit. Hunger haben wir auch etwas. Dann nehmen wir gleich schön erstmal was zu uns. Und für was brauchte ich jetzt den Rest? Das weiß ich nicht mehr. Ach doch, hierfür. Genau. Wir. Ja, die liegen immer noch da. Stöcke und Komponenten. Stöcke herstellen ist ja ganz einfach. Komponenten. Müssen wir mal gucken, ob ich die auch selber herstellen kann. Schlecht wär's nicht. Vorher allerdings Audio. Und 75. Hat's das jetzt angenommen? Ja. So, gleich etwas besser hier. Das braucht noch ein bisschen. Stöcker. Ja, ist es denn möglich? Ich habe keine Stöcker mehr. Komponenten brauchen wir noch. Holy. Okay, wo kann man die herstellen? Upgrade Workshop. Okay, da müssen wir mal gucken. Im Workshop. Ich denke mal, das werden wir schon finden. Ich will hier. Was ist denn das? Ich brauche Komponenten. Wo kann ich denn die denn herstellen? Hier. Ach du Scheiße. Ja gut. Aber wir machen erstmal hier fertig, denn unser Bobby, der braucht ordentliches Gehege. So, Komponenten haben wir voll. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch Stöcker. Das heißt, wir müssen Zweige suchen. Hast du was drinne? Nee. So ein Arsch, der hätte mir ruhig mal ein Geschenk mitbringen können. Ah, hier liegt ein Blatt, das nehmen wir auch dankend an. Du hast auch nichts drinne. Na, so. Die haben alle keine Geschenke für mich, das ist scheiße. Die da hinten brauchen wir ohne durchgucken. Da weiß ich schon, auf was es hinausläuft. Die haben auch nichts mitgebracht für mich. So, ich bereite mich aber so langsam für die nächste Base vor, die ich einnehmen möchte. Und zwar die hinter unserem Haus, da den Berg hoch. Denn ich habe Lust auf bisschen Action. Hä? War hier nicht gerade noch ein Stock? Nicht so neben der Spur, ernsthaft? Aber was hier an Stein rumliegt und diese merkwürdigen Knüppeldinger. Das ist ja krass. 14. Wäre natürlich komplett hergestellt. Fertig bauen.
Und ich werde meiner Base demnächst auch ein kleines Sicherheitsupgrade verpassen. Und zwar auch so ein Zaun. Damit wir in der Nacht mal ein bisschen safe sind. So, Bobby. Lebst du noch? Bobby! Bobby! Nein! Warum tust du mir das an? Warum bist du weg? Was soll das? Och nö, das ist jetzt scheiße. Jetzt muss ich ernsthaft einen neuen Bobby suchen gehen. Naja, was soll's. Was habe ich denn alles im Inventar? Ja gut. Alles das, was ich eigentlich hier lassen müsste. Wir haben ja ein Auto. Das da rein. Das da rein. Und das hier mal vorsichtshalber alles wegpacken. Wir nehmen nur Trinken mit. Und ein bisschen Munition. Oh, das ist jetzt scheiße. Jetzt ist mein Bobby weg, ey. Och man, müssen wir uns ein neues Hühnchen besorgen. Aber wo kriegen wir jetzt auf die Schnelle einen Bobby her? Ohne dass wir in der Nacht vielleicht überrascht werden. Ja, also, ich muss öfters mal zu Fuß unterwegs sein. Vor allem öfters mal an der Straße langlaufen. Hier gibt's ja alles, was das Herz begehrt. Naja, die dürften nicht respawnen. Hier. Ja, hier oben hatten wir Bobby gefunden. Hey, der Witzka. Das wird er jetzt ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen hier. Und wenn es geht, ohne dass irgendein Vieh ankommt. Hier hinten waren wir ja, glaub. Ui. Ich hab ein Reh gesehen. Lol, sind diese mit dem neuesten Update jetzt reingekommen? Wo kam bitte der Baseballschläger her? Hier war ich doch schon. So gibt es hier auf einmal einen Baseballschläger. Ja gut, in Frage stelle ich das nicht. Das ist ja positiv für mich. Aber ich will einen Bobby haben. Da hinten ist der eine Spawnpunkt. Den haben wir ja schon geklärt. Hier unten. Ja, hier waren wir auch schon. Ja. Irgendwo, wo ein Hochstand war, da sind Hühner rumgerannt, das weiß ich. Aber
Wo war das? Hier ist ein Hochstand. Da ist wieder so ein Hirsch. Da! Bobby! Aber ich will vorher looten. Denn so wie es aussieht, war hier noch keiner. Bobby, ich merke, wo du bist. Ich komme dich gleich einsammeln. Da lag ein Hausschuh. Geil. Flaschen sind immer gut. Oh nein, Bobby, nicht wegrennen. Ich komme dich gleich einfangen. Warte, warte, warte. Oh lol. Das hab ich ja noch gar nicht gesehen hier. Da unten ist noch mehr. Läuft. Reifen nehmen wir auch mit. Oh, Motor. Und das Ding hat noch Benzin. Oh, ich bedanke mich. Ganz schnell zum Zelt runter. Wenn es geht, ohne zu sterben. Aber der Rucksack dürfte mir jetzt nichts mehr gebracht haben. Nee. Schade. Bobby! Ah, Bern. Bobby, ich fang dich! Bleib stehen! Bleib stehen! Wo willst du hin? Sag mal! Jetzt weiß ich auch, wo das Sprichwort feiges Hühnchen herkommt. Da lang geht's nach Hause. Oh, Blätter nehme ich immer gerne an. Also. Nur. So, wir haben ein neues Bobby-Huhn. Das müssen wir jetzt nur noch nach Hause bringen. Und am besten ohne, dass wir sterben. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Und dann werden wir mal mit dem Auto eventuell rumdüsen und uns so ein Reh fangen und abschlachten. Hört sich scheiße an. Einfangen. Und ich müsste vielleicht mal gucken, ob das am neuen Update liegt, dass die jetzt da sind. Weil ich weiß, dass sich der Entwickler viel Zeit nimmt für das Spiel. Auch wenn es an einigen Ecken und Kanten noch Verbesserung braucht. Aber es ist ein Top-Spiel. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der auf Survival Games steht. Ja, jetzt haben wir keine Stamina mehr. Fein, fein, fein. Warum auch? Wenn jetzt der Nebel kommt, bin ich gefickt. Aber wir sind gleich zu Hause. Und das wollen wir ja. Wir könnten auch mal die Häuser da hinten durchsuchen, wo die Mutanten-Zombies drin sind.
Vielleicht findet man da ja noch ein bisschen was. Wir brauchen noch ganz schön was an Munition und Baumaterialien. Jetzt komm, lass dich einsammeln. Boah, und wehe, irgend so ein Vieh tötet dann Bobby 2.0. Dann drehe ich durch, dann beende ich das Spiel ab sofort. Nee, dann habe ich keine Lust mehr. Was war das? Bobby! Dein neues Zuhause! Du heißt auch Bobby? Nee. Kann ich nicht so hinnehmen. Also, eigentlich sollst du Bobby 2.0 heißen. Doc-Tag brauche ich, okay. Wir brauchen aber noch was anderes. Und zwar das hier. Haben wir alles dabei? Nein. Wir brauchen das, 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 das. Der Reifen kommt hier rein. Der Motor kommt hier rein. Die Federn können wir rausholen. Die Blätter auch. Und die Stöcke. Bretter und lol. Zwei leere Wasserflaschen. Ernsthaft? Nee, voll. Warte mal. Was? Der hat doch jetzt nicht. Der hat meine volle Wasserflasche genommen. Oh mein Gott, das heißt, ich brauche Wasserflaschen. Ne? Was ist das? Drink the general reduce pain support. Oh, oder ja, okay, Gesundheit. Hier Medikamente. Schokoriegel, euch kann ich essen. Warum steckt ihr euch auf einmal nicht? Was soll das? So, ich brauche Nägel und Bretter. Nägel haben wir hier. Und Leute, ich brauche halt weiterhin Bretter. Schön. Und eventuell noch Nägel. So. Bretter. Ja. Oh, es wird Nacht. Ja, ich brauche da noch ein paar Nägel. Komm, lass mich. Nägel, wo verdammt nochmal stelle ich Nägel her? Hier. So. Herstellen. Und wir sehen, es wird Nacht und damit beende ich jetzt auch die Folge. Und alles klar, wir sehen uns zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.